Herzlich willkommen beim Podcast Sommercamp Wege des Herzens. In diesem Podcast lade ich dich ein, dir die Interviews mit allen Referenten, Workshopgebern anzuhören, um mehr von dem Sommercamp zu erfahren, welches uns ein großes Anliegen ist. Wir freuen uns sehr auf die Zeit im Sommer, wenn wir wieder beisammen sein können und glauben daran, dass es etwas ganz, ganz Wichtiges ist, endlich wieder Kontakt und Nähe zu spüren. Sowie sich Gedanken darüber zu machen, wie darf mein Leben weitergehen. Hierbei findest du in den Interviews und dann beim Sommercamp bei den Referenten die unterschiedlichsten Weisen und lerne kennen, was vielleicht auch dich interessieren könnte und dir auf deinem Weg des Herzens weiterhelfen kann. Viel Spaß und vielleicht hörst du ja beim nächsten Podcast-Interview auch noch zu. Ja, hallo beim Podcast Sommercamp Wege des Herzens 2021. Heute eine neue Folge mit Monika Obrist aus dem Aargau in der Schweiz. Monika, ich freue mich riesig, dass du heute über deinen Workshop zum Human Design ein wenig erzählen würdest, schon so ein bisschen schmackhaft machst und und dass du überhaupt beim Sommercamp dabei bist. Das ist ja auch so ein bisschen eine spontane Aktion jetzt gewesen, meine Nachfrage an dich. Und ja, du bist auch im Maren Fromm Institut dabei, online dann halt. Und ich hatte für mich das Gefühl, es passt einfach, wenn du auch zum Sommercamp kommst. Schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank, liebe Maren. Auch ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, also wirklich. Ja, das war spontan, aber das war ein Gefühl von, das passt, weil ich liebe ja Kooperationen und ja, mit so vielen tollen Menschen zusammen etwas zu machen, passt. Super. Ja, total schön. Weißt du, wie weit das Aargau von hier ungefähr weg ist? Hast du mal geguckt, wie lange du fährst? Ja, ungefähr 190 Kilometer. Ach, das geht ja sogar. Ja, das ist jetzt nicht so weit, ja. Ja, super. Das merke ich mir. Ja. Kannst du uns mal besuchen? Ja, wenn du noch dann da bist. Genau. Das darf ja vielleicht tatsächlich das Sommercamp so ein erster Ausflug vor deiner großen Reise sein. Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt gerade ein Wohnmobil gekauft. Also ich habe es heute abgeholt und werde jetzt erstmal schon mal so ein bisschen üben und im Herbst geht es dann auf große Fahrt so nach in den Süden. Oh, wundervoll, schön. Liebe Monika, wie bist du selber zum Human Design gekommen? Okay, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also ursprünglich bin ich als Texterin und Storytelling-Coach unterwegs für bewusste und spirituelle Unternehmer und Unternehmerinnen. Ne, also alles, was mit Gesundheit auch zu tun hat, mit Heilung zu tun hat. Und meine Spezialität ist eben halt, mit den Menschen gemeinsam die Texte zu kreieren und vorweg die Einzigartigkeit herauszukristallisieren. Denn das ist es letztendlich, was es ausmacht und was in den Texten halt die Persönlichkeit widerspiegelt und auch dementsprechend die Wunschkunden anzieht. Mhm. Und im letzten Jahr über habe ich dann festgestellt, also irgendwas fehlt noch, ja. Also ich weiß auch nicht, ich habe einen Berufungskurs gemacht bei Veit Lindau, Pomodea, und irgendwie hatte ich ganz viel aufgeschrieben, aber es fehlte noch was. Und da war dann eben halt ein Link zum Human Design, das ich bislang nicht kannte. Und nachdem ich erstmal dachte, ich kenne ja schon alle Persönlichkeitstests, habe ich es dennoch gemacht. Und das war wie ein Tsunami. Also ich kann dir gar nicht sagen, also ich hatte vorab, ich mache auch intuitives Schreiben. Also ich schreibe jeden Tag intuitiv. Und ich hatte um ein Zeichen gebeten, ne, und hatte gedacht, Mensch, was ist es denn nun gerade, ne, was da irgendwie noch fehlt oder was da noch zukommen darf? Einzigartigkeit kam immer, aber das habe ich ja schon gemacht mit meinen Kunden. Ne? Als dann das Human Design kam, dann
kam so eine Welle auf mich. Ich habe gedacht, ah, oh, that's it. Und dann hörte ich so die Stimme in mir, du wolltest ein Zeichen. Zu deiner Einzigartigkeit vielleicht. Und ja, und so kam ich dazu. Und über natürlich habe ich mich erstmal mit meinem eigenen Design beschäftigt, habe mir ein persönliches Reading geleistet und habe so dermaßen viel noch über mich herausgefunden. Also ich bin 62, man mag es sich gar nicht vorstellen. Ich war wirklich sowas von geflasht, welche Erkenntnisse ich noch gewonnen habe über mich, welche Dinge ich nicht gelebt habe bisher. Und auch ganz viel über meine Lebensaufgabe. Okay. Und dann war für mich gleich klar, das möchte ich in die Welt tragen. Mhm. Also das ist einfach so, man versteht sich selbst besser. Zum einen, warum ticke ich, wie ich ticke? Warum handle ich, wie ich handle? Man versteht auch die Mechanik. Zum Beispiel, wann bin ich traurig oder wieso bin ich jetzt eigentlich so traurig? Ich habe keinen Grund. Es ist ein System, ein komplexes System, das sich aus 8 verschiedenen Wissenschaften zusammensetzt. Yeah. Ja, das ist also, das hat jemand vor 30 Jahren, ich sag mal, empfangen. Und im Anschluss daran wurde es von erfahrenen Wissenschaftlern aus diesen 8 Bereichen überprüft. Okay. Und es ist wirklich ein System, also da, es stimmt einfach, ne? Es stimmt. Ja, Wahnsinn. Ja, ich hatte auch eine Erfahrung mit dem Human Design, als ich gerade dabei war, meine Online-Kurse meinen Online-Kurs zu entwickeln und aufzunehmen. Und ich bin überhaupt nicht reingekommen in meinen Online-Kurs. Ja. Und also, dass ich, also das Thema und alles stand, aber der Zugang zu den Filmaufnahmen fehlte mir, es dann wirklich, wirklich festzusetzen. Es hat mich so viel Anstrengung gekostet. Und dann habe ich ein Reading gehabt, zufällig, wobei es ja keine Zufälle gibt. Und dann fragen die mich hinterher, warum willst du das überhaupt machen? Mhm. Und dann habe ich da gesessen, ja, stimmt eigentlich. Also ich gehöre genau dahin, wo ich jetzt bin mit dem Sommercamp. Ja. Ja. Menschen vernetzen, Menschen in Präsenz erleben, Menschen erleben und miteinander sein und nicht einfach nur so zum Konsumieren etwas herzugeben. Ja, so, ja. Und tatsächlich habe ich dann 10 Monate Arbeit einfach so über den Haufen geschmissen. Also die Entscheidung ist wirklich den Abend noch gefallen und und es fiel ganz leicht. Es tat auch gar nicht weh. Ich wollte schon gerade sagen, das war bestimmt eine Erleichterung. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, ja, es tat gar nicht weh. Im Gegenteil, es war so plopp. Ja, das ist es eben. Wir handeln und tun Dinge, weil man sie macht. Mhm. Ja, wir sind so konditioniert. Ne? Das ist die Strategie. Du musst jetzt einen Online-Kurs rausbringen. Ne? Aber manchmal sind die Dinge, die passen manchmal gar nicht zu uns. Ne? Ja. Und im Human Design gibt es ja 5 verschiedene Typen und jeder hat eine andere Strategie. Jeder hat eine andere innere Autorität, wo es darum geht, zu fühlen, also zu spüren. Passt das? Ist das das Richtige oder nicht? Meistens plappert der Verstand ja rein, ne? Und sagt, welche Spur wir nehmen sollen. Und das sind meistens diese ausgetretenen Spuren, die Konditionen, die Konditionierung überwältigen uns da, ne? Und dann hinterher sind wir enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Ja, genau. Das kann man eben mit dem Human Design, wenn man also wirklich tief einsteigt, sich damit beschäftigt und damit übt, das Wissen alleine bringt schon einiges. Aber man darf auch dann hinterher damit in die Umsetzung gehen. Ne? Das bedarf ein bisschen Übung, ne? Bis man dann so wirklich dieses Innere, ne? Diese innere Autorität, bis man das spürt. Ja, das glaube ich wohl. Also da wir ja auch anders konditioniert sind, wie du gerade gesagt Eben. Hast. Genau. Ja, du hast gerade schon gesagt, wenn man darin tiefer einsteigt, das wird beim Sommercamp so nicht der Fall sein oder so nicht möglich sein. Doch was hast du dir jetzt fürs Sommercamp vorgestellt? Was möchtest du anbieten beim Sommercamp zum Human Design? Also, ich werde einen Vortrag halten
Und zwar werde ich erstmal darüber erzählen, was ist überhaupt das Human Design und was versteckt sich dahinter? Ja, was kann man damit machen? Was bringt es überhaupt, mit dem Human Design zu arbeiten? Mhm. Das ist schon mal das Erste. Ne? Dann werde ich auch Fragen beantworten. Und meine Idee ist, dass ich habe ja einen zweiteiligen Workshop. Mhm. Ne? Im ersten Teil werde ich eben darüber erzählen, werde schon mal ein paar Fragen beantworten. Und im zweiten Teil dürfen dann Menschen zu mir kommen, die vielleicht schon mal einen Chart, ne? Das kann man kostenlos machen, also kein Reading, aber ein Chart, kann man sich kostenlos im Internet erstellen lassen. Mhm. Und dazu kann ich dann natürlich schon was sagen. Ne? Ja, also das heißt, du lädst im Grunde genommen die Teilnehmer vom Sommercamp ein, die vielleicht interessiert sind an deinem Workshop, einen Chart bereits mitzubringen. Oder vielleicht gibt es ja sogar welche, die schon mal ein Reading hatten, ja. Dass sie ihr Reading auch mitbringen können, falls sie auch Fragen haben. Ja, auch. Ja. Auch. Oder es ist auch möglich, es gibt zum Beispiel eine App, ja, die ist jetzt nicht so aussagekräftig. Man kann aber schon den Typ sehen und das Profil. Und dazu kann ich dann auch schon was sagen. Wenn jetzt einer zum Beispiel spontan dazukommt, könnte man mit der App eben halt so einen Chart erstellen. Und dann kann ich da auch schon was sagen. Und ich mache gerne alles sehr spontan. Mhm. Ich möchte gerne mal schauen, welche Menschen sind da, was interessiert die Menschen, ja, und werde dann auf sie eingehen und vielleicht, je nachdem, wenn jetzt Menschen da sind, die sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, ne, da werde ich vielleicht eine Meditation machen oder eine Übung dazu machen, aber das entscheide ich dann eben vor Ort, je nachdem, wie die Bedürfnisse sind. Ich wollte gerade sagen, ganz individuell, oder? Wie genau. Die Teilnehmer, die bei dir dann sind. Ich glaube, das ist ja auch, oder nein, also mir ist jetzt gerade erst gesagt worden, ich glaube, ist irgendwie doof. Es ist ja auch so, dass sich die Menschen immer zusammenfinden, die für den Moment zusammengehören. Und dann wird sich das auch ganz spontan zeigen. Also da kannst du wahrscheinlich vorbereiten, so viel du willst. Also eine Basis und eine Grundstruktur, klar. Und der Rest wird sich dann von alleine ergeben. Also das ist meine Erfahrung. Ich habe eben halt auch schon viele Vorträge gehalten, Workshops gemacht, jetzt eben zum Thema Wunschkunde finden und Einzigartigkeit an spirituellen Messen. Und es kommt immer anders. Mhm. Aber es sind wirklich, wie du schon sagst, immer die richtigen Menschen, die dann auch zusammenarbeiten. Also es ist immer wirklich sehr, sehr spannend und macht viel Spaß. Ja, das glaube ich. Ja. Monika weiß, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, für was für eine Größe, also wie viele Menschen können an deinem Workshop teilnehmen jeweils? Ja, so 10 bis 15. 10 bis 15, okay. Und der dauert wie lange ungefähr? Nimmst du dir jeweils auch immer so eine Sequenz, die vormittags 2,5 Stunden, nee, doch 2 Stunden ist und nachmittags 3? Oder weißt du das noch nicht? Also das weiß ich noch nicht, das kommt darauf an. Ne? Wenn jetzt viele, also zum Vortrag zum Beispiel, da können natürlich auch mehr teilnehmen. Ne? Aber wenn ich dann mehr im Einzelnen auf die Menschen eingehen möchte, dann kommt das immer noch darauf an, was ist das für ein Typ, was ist das für ein Profil, ne? Das kann man vorher gar nicht sagen, ne? Das kommt ganz darauf an, wie die Ansprüche sind. Ja, also dann kann ich ja schon mal sagen, dass du in einem Zelt sein wirst, wo maximal 30 Menschen sowieso nur Platz haben, oder 30 Menschen Platz haben. Wenn das Sommercamp beginnt, werden Listen ausgehängt, an denen man sich eintragen muss. Und dementsprechend darf sich jeder dann ja auch entscheiden. Also ich denke, ich werde es so machen, weil es jetzt ja auch Tageskarten gibt, dass am Mittwoch wird es noch keine Aushänge geben. Also aber jedes Mal am Morgen werden die Listen ausgehängt und dann kann man sich eintragen. So ist auch niemand, der halt die ganze Zeit da ist, im Vorteil gegenüber denen, die Tagestickets haben. Sondern jeder hat die Chance, um 7 Uhr morgens geht es ja immer los, die zum Yoga kommen wollen schon. Und dann kann man sich eintragen in die Workshops, an denen man teilnehmen möchte. Ach, das ist ja super, dann sehe ich das ja schon. Ja, genau.
Also ich lasse das offen, weil es passt einfach immer. Ne? Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Das passt ja einfach immer. Ja, schön, prima. Monika, ist dir noch irgendwas wichtig zum Abschluss dieses Podcasts? Ja, wichtig ist einfach Neugierde mitbringen und aufgeschlossen sein für etwas Neues. Mhm. Weil es ist wahrscheinlich etwas, Astrologie ist bekannt, steckt auch mit dem Human Design, aber es sind Dinge, die man sich so nicht vorstellen kann. Mhm. Also es ist wirklich Power, geballte Power. Okay, wow, ich freue mich drauf. Und ich habe ja schon mal angekündigt, dass ich auch gerne noch mal ein Reading bei dir hätte. Bin da bisher noch nicht dazu gekommen. Das machen wir dann, wenn du ein bisschen zur Ruhe gekommen bist, gerne. Nach dem 9.8. Okay. Genau. Ja, Monika, dann bedanke ich mich ganz arg bei dir für dieses Interview, für den Podcast vom Sommercamp und freue mich sehr darauf, dass du die Tage mit uns in Wald im Schönbuch verbringen wirst. Ja, ich bin auch jetzt schon ganz gespannt und freue mich sehr. Vielen Dank, Maren. Alles klar. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ja, das war wieder ein super spannendes Interview mit einem unserer Referenten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.